Hallo und moin moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen mal wieder. Heute nicht auf dem gelben Sofa, nicht am gelben Tisch, sondern einfach mal auf einem kleinen Schiff. Und zwar hier in Heikendorf im Hafen und hier werden wir mal eine schöne Sache machen mit jemandem, der zur Kieler Woche sehr viel zu tun hat. Und deswegen haben wir ja noch gerade zu fassen gekriegt. Und wir sitzen jetzt ziemlich eng beieinander, aber ich denke mal, das wird eine schöne Sache. Ich freue mich, dass er gekommen ist, Jochen Halbe. Jochen, hallo, ich grüße dich. Moin Gerd. Alles gut? Alles gut, ja. Du hast perfekt. Ja, noch, ja, prima, du hast ja noch ein bisschen Zeit für mich. Ja. Vor der Kieler Woche. Erzähl doch mal bitte, was machst du während der Kieler Woche? Während der Kieler Woche bin ich im Gegensatz zu früher nicht mehr die ganze Woche ausgebucht, da bin ich eher der Besucher. Aber zum zweiten Wochenende hin bin ich dann auf dem offiziellen Kieler Woche-Schiff, der MS Hamburg, eingesetzt als, ich sage Moderator oder Kommentator. Aha. Und du berichtest über das Renngeschehen auf dem Wasser. So ist es. Wir fahren mit der Hamburg also als offiziellem Kieler Woche-Schiff eben bis an die Regattabahn heran, ja. Legen uns dann dorthin, von wo wir die beste Übersicht haben. Und das wechselt natürlich. Wenn es dann zum Start geht, sind wir an der Startlinie. Je nach Windrichtung suchen wir uns auch die entsprechende Seite der Startlinie aus. Und ja. Dann beobachten wir den Start. Und ich kommentiere dann, erkläre vor allen Dingen, was die Leute, die wir da an Bord haben, unsere Gäste, auf dem Wasser zu sehen kriegen. Und das fängt damit eigentlich an, dass ich Ihnen erstmal erkläre, was ist eigentlich hier auf dem Wasser die Startlinie? Wie wird die gebildet? Ja? Und die Signale, die auf dem Startschiff hochgezogen werden, auch schon vorher, sodass sie alle genau wissen, was da abläuft. Und das Renngeschehen als solche, so über die Plätze, wirst du darüber informiert von der Rennleitung? Oder? Ja, da hole ich mir die Informationen dann, aber in den meisten Fällen ist es auch so, dass wir dann auch mit der Hamburg nebenher fahren oder uns dann schon wieder an die nächste Tonne legen, je nachdem, wie schnell das geht und je nach Windrichtung dann dort sehen, wer nun, sagen wir mal, auf der Startkreuz unten an der Lufttonne als erster, zweiter, dritter rumgeht. Und so was dann zwischendrin auf dem Wasser passiert, so weit wie wir das können, verfolge ich dann mit Fernglas und dann gebe ich dazu die Erklärung, müssen Sie mal aufpassen, gucken Sie mal dahin oder gucken Sie jetzt mal auf diese Seite. Ja. Und so dass also wir wirklich das Renngeschehen von Anfang bis Ende verfolgen können. Aber fahren da immer nur eine Klasse oder, ja, ich weiß das nicht. Deswegen ja, das hängt, ja, das ist sehr unterschiedlich. Also wir sind ja jetzt dieses Jahr, da haben wir das Glück, dass die olympischen Klassen in der zweiten Hälfte der Kieler Woche starten. Mhm. Das sind also diejenigen, die nachher auch alle nach Rio gehen. Ein Großteil der Segler macht hier nochmal in der Kieler Woche sozusagen einen letzten harten Praxistest. Auch viele Ausländer kommen dann immer hier nochmal sozusagen gegen die Konkurrenz zu segeln. Und diese olympischen Klassen haben am letzten Tag ihre sogenannten Medal Races. Das heißt, die ersten 10 in jeder Klasse segeln dann 3 Wettfahrten und diese 3 Wettfahrten entscheiden dann über den Sieg in der Kieler Woche. Aha. Und diese Bahn liegt ganz dicht unter Schilksee. Und das sind 2 Bahnen, die parallel sozusagen bestückt werden. Dann segelt die eine Klasse auf der einen Bahn und die andere auf der anderen. Und mit der Hamburg können wir uns dann sehr gut zwischen beiden Bahnen aufhalten und dann gleich 2 Fliegen mit einer Klappe sozusagen schlagen. Und da die Abstände nicht so weit sind, brauchen wir auch eigentlich nie ganz rumzufahren zur nächsten Tonne hin, sondern wir können das wunderbar also von der Hamburg aus auch beobachten, weil, wie gesagt, die Tonnenabstände, es geht nur up and down, so heißt es, also hin und zurück. Ja. Auf diese Weise können wir das sehr gut von oben alles beobachten. Das ist eine tolle Sache, ne? Macht viel Spaß, man muss aufpassen, ne? Natürlich, da heißt es, man muss aufpassen, ich muss aufpassen. Ja. Und wenn irgendwelche Entscheidungen der Wettfahrtleitung sind, beispielsweise signalisiert sie manchmal dann eine Startverschiebung. Entweder weil die Startlinie, weil der Wind gedreht hat und damit die Startlinie nicht mehr ordentlich, das heißt 90 Grad zum Wind liegt, dann wird meistens Startverschiebung gemacht. Ja. Dann erkläre ich den Leuten, warum der Start gerade nicht stattfindet.
Und warum die Startverschiebung ist, weil sie dann eben die Startlinie und auch unter Umständen die erste Tonne neu auslegen müssen. Aha, mein Gott, das ist ja eine aufwendige Angelegenheit. Ne? Aber nur für dich ist das alltäglich, ne? Ja gut, für mich ist es alltäglich, weil ich selbst früher sehr viel Regatten gesegelt habe, auch hin und wieder jetzt noch. Aber für unsere Besucher, die kommen ja nun alle nicht unbedingt vom Segeln, die wenigsten eigentlich. Wir haben sehr viele Leute, die sagen, wir wollen mal etwas drüber erfahren. Und so ist die Hamburg ist eigentlich sowas wie eine VIP-Lounge, nur eben auf dem Wasser. Nur im Wasser, ja. Und bei Schlechtwetter ist sie ideal, weil sie rundum verglast ist. Aha. Und bei gutem Wetter haben wir zwei Decks, Sonnendecks, von wo die Leute dann auch wunderbar alles beobachten können. Schöne Sache. Ja. Wie lange dauert dann so eine Fahrt? Fahrt ihr morgens los bis abends? Oder? Also wir gehen raus, am Sonntag gehen wir raus, um 10 Uhr ist ablegen und in der Hörn und wir kommen zurück um 16 Uhr. Aha. Und achso, das wollte ich gerade mal wissen. Also von der Hörn und dann kommt ihr, also den ganzen Tag? Wir sind nahezu den ganzen Tag, also 6 Stunden auf dem Wasser. Gut, aber ausreichend Catering könnt ihr mir vorstellen bei so einem großen Schiff. Ist da sicherlich vorhanden. Ne? Richtig. Das ist natürlich in dem normalen Fahrpreis nicht enthalten. Ja. Aber es ist voll ausgerüstet. Man kann also Mittagessen dort haben. Mhm. Sehr zivile Preise. Auch alles so normale schleswig-holsteinische, hamburgische Küche. Ja. Oder anschließend Kaffee und Kuchen. Je nachdem, was man so möchte. Ah ja, das ist ein großes Schiff und natürlich auch voll ausgerüstet. Ne? Ja. Also dafür alles ausgerüstet. Ja. Denn die Hamburg ist eigentlich gebaut worden als Rundfahrtschiff für den Hamburger Hafen. Aha, aha. Jochen, du berichtest auch in Zeitschriften. Hast du eine eigene Zeitschrift oder berichtest du nur für Zeitschriften? Also ich habe, wenn ich das so sagen darf, ich habe angefangen mal bei der Yacht, 10 Jahre. 5 Jahre davon war ich dann Chefredakteur der Zeitschrift Regatta. Das ist also damals, war der Regattasport sehr stark im Aufwind. Ja. Nicht nur in Deutschland, auch international. Und überall, auch um uns herum, in England, Frankreich und so weiter, entstanden spezielle Regatta-Zeitschriften. Die haben sich aber alle über die Jahre nachher nicht gehalten. Einfach, weil die Klientel ja sehr ausgesucht ist, sehr spezialisiert. Wenn Segeln, ich sage mal, so eine Art Nischensport ist, dann ist die Regattasegelei dann nochmal die Nische in der Nische. Und anzeigenmäßig trug sich das Blatt nicht. Es war aber international überall dasselbe. Ja. Die großen Anzeigen kamen von den großen Serienbauwerften, also den großen Fahrtensegelwerften. Die sind natürlich nicht in ein Regattablatt gegangen. Da hatten sie nicht die Klientel. Nicht? Ja, das glaube ich gerne, ja. Wir sind hier jetzt auf einer Dela-Yacht. Ja. Und Dela war im Gegensatz zu Bavaria, dem Yachtbauer, war immerhin noch einer, der hat ja auch Regattaschiffe gebaut. Aha. Das fängt mit der Sprintersport an. Und die Varianta-Klasse ist auch bekannt als sowohl Touren- als auch Regattaklasse. Mhm. Und dann kam nachher Mitte der 80er Dela mit 2-3 Vierteltonner, den DB1 und DB2. Ja. Mhm. Die haben dann auch mal bei uns annonciert. Ach so, gut. Aber das war zu wenig. Das reichte nicht. Das reichte, glaube ich, gerne. Und dann habe ich später eine andere Zeitschrift gemacht. Das war großes, ich soll sagen, hat man mal im Leben so. Ja. Für einen französischen Verlag, Zeitschrift Meer und Yachten. Die Franzosen hatten in Frankreich ein Blatt, das hieß Mer et Bateau. Und das befasste sich in überwiegendem Maße mit großen Yachten, aber sowohl Motor- als auch Segeljachten. Aha. Und das ging nachher bei uns hinauf. Ich habe die 21 Jahre lang gemacht. Die Zeitschrift ging das bis hin zu 50, 60, 70 Meter und größeren Motorbooten. Mhm. Und Segeljachten auch zwischen 40 bis 60 Metern. Über die wir dann berichtet haben. Ah ja. Na Jochen, du hast irgendwas damit zu tun gehabt mit dem Gedanken, der dann auch was wurde, Meisterschaft der Meister. Richtig. Ist richtig, ne? Ja. Gut, dann habe ich das doch richtig gelesen. Ja, kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen? Ja, also das war eben auch in dieser Zeit, Anfang der 80er, nicht? Als das so richtig boomte mit dem Regattasport. Und da habe ich gedacht, es gab so etwas, ich meine in England, die hatten sowas Ähnliches. Und ich habe gesagt,
Mensch, wir sollten sowas machen. Wir haben ja in Deutschland viele Klassen und jede Klasse segelt ihre eigene deutsche Meisterschaft aus. So, und es wäre doch mal ein Versuch zu sagen, wir richten mal eine Meisterschaft dieser deutschen Meister aus. Wo also alle, die in einem Jahr deutscher Meister geworden sind, Ende des Jahres zusammenkommen und jetzt dann auf einem neutralen Boot sozusagen diese Meisterschaft aussegeln. Und das haben wir zusammen die ersten Jahre mit der Piratenklassenvereinigung gemacht. Die haben ihre Boote zur Verfügung gestellt. Und diese Regatta-Serie gibt es heute noch. Also 1980 das erste Mal. Ja. Und sie ist auch heute noch immer noch en vogue. Ja. Und sie hat so auch nicht nur so einen ganz harten Regatta-Segel-Anspruch, sondern es ist so ein Kultstatus. Also okay. Dabei zu sein und dann mal in ja. diesen Über-Alles-Titel zu gewinnen, das ist schon was. Das ist eine gute Idee. Ja. Also wenn ich das ja. richtig verstanden habe, Meister aller Klassen. Meister also vom Kleinsten bis zum Großen. Ja. Aber eine Umstellung da auf so natürlich. Auf diese Kleinen, ne? Ja, ja. Aber jetzt inzwischen die Boote, die sie jetzt haben, sie sind jetzt weg von der Piratenklasse, sind kleine Kielboote, gibt ja inzwischen sehr flotte kleine Kielboote. So dass also die Kielbootsegler, aber auch die Jollensegler, sagen wir mal, damit du gut zurechtkommen können. Ja, ja. Und macht ihr das an verschiedenen Orten oder immer Nein. nur in Kiel? Nein, wir machen das in Hamburg. Ach, in Hamburg? Wir hatten die ersten drei in Steinhude gemacht. Ja. Wir hatten so überlegt, das wäre so mehr in der Mitte des Deutschlands. Und dann sprang uns aber der Sponsor ab und die Hanseboot ist dann eingestiegen. Also ja. ich habe da die Beziehungen genutzt, die ich hatte und ja. habe das denen vorgeschlagen. Und dann ist die Hanseboot eingestiegen und es wird seitdem im Hamburger Segelclub auf der Alster ausgetragen. Oh. Auf der Außenalster. Auf der Außenalster? Ja. Ja, ist ein interessantes Gebiet, ne? Ist ein fantastisches Segelrevier, ja. weil ja. man, ich sage ja immer, man lernt sehr gut taktisch segeln. Ja. Man lernt nicht mit Welle segeln, da gibt es nicht viel Welle, auch ja. wenn es mal richtig kachelt, das ist eine Mini-Welle. Ne? Ja. Aber du lernst da sehr gut auf den Wind zu achten und zu reagieren und das Wasser zu lesen. Und ich selbst bin Hamburger, ich habe damals bis 78 in Hamburg gewohnt, ja. bin dann nach Kiel gezogen. Aber ich habe dann 470er gesegelt, Drachen gesegelt und so weiter. Und 87 kann ich sagen, bin ich mit meine, oder als Vorschoter deutscher Meister geworden im Drachen. Oh. Und in dem Jahr haben wir dann auch die Meisterschaft der Meister gewonnen. Oh, das also toll. Das ja, herzlichen Glückwunsch, also natürlich, ja, danke. Ist ja. natürlich auch eine eigentlich witzige Sache. Man ja. erfindet etwas und hinterher gewinnt man dann den Preis. Ja, ja, auch das noch ist mal, meist, meistens so ein bisschen anrüchig. Nicht? Ja, aber wir waren, ich muss sagen, mein Drachensteuermann und ich, wir kommen beide von der Alster. Ja, na ja, wir gut, kennen okay. die Alster. Heimspiel, ne? Das war wirklich Heimspiel. Ja, okay. Ja, ja. Und das wird das von der Bevölkerung angenommen, oder? Die Hamburger Bevölkerung guckt mal so zu, aber so, es ja. sind ja kleine Boote. So, ja, ja. Nicht? Jetzt haben die auf der Alster eine Veranstaltung gemacht mit, ich glaube, es waren 40 Starboote, 38 mhm. Starboote. Ja. Da ging es um Preisgeld von 200.000 Euro insgesamt. Da haben auch ein paar Leute an der Alster zugeguckt, aber so übermäßig natürlich ja. nicht. Also Segeln, ich habe es selbst auch immer wieder erlebt, wenn ich hier Moderation vom Land aus gemacht habe und mein Kollege Christoph Schumann, den ihr ja auch ja. gut kennt, ja, der für euch ja, auch ja. arbeitet, ja. der sagte auch immer, wenn er dann mal eine Pause machte, ja, dann leerte sich die Tribüne wieder. Ja, ja? leider, ja. Es ist so, es ja. ist nicht der klassische Zuschauersport, nee. Da sollen wir uns nichts vormachen. Segel ist kein Fußball, ne? Nein, natürlich. Leider. Und, ja, leider. Und das ist auch kompliziert. Es ist ja. natürlich, ja, das ist und richtig, es ja. kommt, es ist abhängig von Wind und Wetter. Ja. Ne? Ja, ja. Also man kann nicht so viel planen und nicht so direkt planen. Das Spielfeld ist auch nicht so begrenzt, so übersichtlich wie beim Fußball. Ja. Ne? Und ja. Von daher muss ich sagen, nein. Ja, es ist schon schön, wenn ich das so wieder zurückkomme zu Hamburg, kann ich auch sagen, ist auch schön, den Leuten dann zu erklären, was da unten wirklich abläuft. Ja. Ne? Dann haben die so einen kleinen Einblick. Ja, das ist gut, dass es dich gibt. Ja, danke. Ja gut, man muss ja was von kennen und wie gesagt, du ja. hast es ja auch aktiv betrieben, ja. insofern bist du auch der richtige Mann. Ne? Ja, ja. Jochen, du hast uns tolle Sachen erzählt, dafür bedanke ich mich ganz, Gerne. Ganz herzlich Gerne. Und in dieser kurzen Zeit.
Und ich wünsche dir zur Killerwoche alles, alles Gute, viel Spaß, viel Vergnügen. Ja, das entsprechende Wetter, wir sagen ja, immer schönes Wetter, der Segler will ja gar keine Sonne haben, der will ja Wind haben. Hauptsache Wind. Hauptsache Wind und aber Regen ist auch nicht angenehm. Regen ist auch nicht angenehm. Aber lieber Regen als, als kein Wind. Ne? Ja, gut, aber ich mag nicht Regen und kein Wind. Ja, aber Flauten gibt es ja oft genug bei der Killerwoche, ne? Nein, also das hängt wirklich immer von der Großwetterlage ab. Ja. Und das klassische Kieler Woche-Wetter ist eigentlich blauer Himmel, weiße Wolken, Kaiserwetter. Ja. Ne? Das ist so das klassische. Das klassische Wetter? Ja. Ja, dann aber liegst du aber deiner Meinung schon fast alleine. Du. Dann meistens sagen, schlechtes Wetter, typisch Kieler Woche, das ist dumme Sache. Das ist dumme Sache. Aber das ist in der Allgemeinheit so ein Spruch. Ne? Ja, ja, nein. Wir haben ja jetzt schlechtes Wetter, ja, so klar, wir haben ja Kieler Woche. Das ist genauso, wie es sich hält. Also in Hamburg wäre immer schlechtes Wetter. Ja. Zur Hamburger Bootsausstelle habe ich oft erlebt, dass es wunderbares Wetter war im Oktober. Gut. Ne? Jochen, ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Alles, alles Gute weiterhin. Ja, viel Spaß bei der Kieler Woche. Dankeschön. So, meine Damen, das war's mal wieder hier, meine Damen und Herren, auf so einem schönen Schiff. Und ich wünsche Ihnen natürlich auch eine schöne Kieler Woche. Und Sie brauchen schönes Wetter, die sind ja nicht so. Und machen Sie es gut und wir sehen uns demnächst mal wieder auf dem gelben Sofa oder auf dem gelben Tisch wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und schön, dass Sie dabei waren. Tschüss.